Eben eine Frage an Sie. Didi Hamann hat in seinen oft kritischen Kolumnen jetzt Harry Kane so ein bisschen thematisiert. Er hat gesagt, dass er international noch nicht so diesen Nachweis für seinen 100-Millionen-Euro-Transfer irgendwie erbracht hat. Wie sehen Sie die Kritik? Wie beurteilen Sie das? Didi Hamann ist wie ein Tinnitus im Ohr. Der kommt alle 3 Tage hoch. Genauso einleitend, wie die Frage war. Also beide Spiele, Leverkusen und Aston Villa, sind beides Spiele, die du, wenn du sie öfter spielst, und das ist ja im Fußball, geht es immer um Wahrscheinlichkeiten, habe ich von einem alten Trainer gelernt, wenn du die öfter spielst, wirst du sie gewinnen. Leverkusen sowieso und Aston Villa genauso. Weil die Art und Weise, man sieht das Resultat war nicht so oder beide nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war auch nicht der Lohn für die Arbeit gewesen ist, die wir geleistet haben, aber es ist so. Und Aston Villa war das ähnliche Spiel. Das darfst du nicht verlieren. Nimmst einen Punkt mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist sogar höher. Wenn ich alle Statistiken anschaue, die Art und Weise ist das, auf das, was wir aufbauen. Und das müssen wir in Frankfurt jetzt wiederbringen, wie in den Wochen zuvor, auch wie in den letzten Tagen, dass wir diese hundertprozentige, und das war das Einzige, was wir in Aston Villa vielleicht bemängeln konnten, dass wir nicht bei 100% waren, sondern bei diesen 95-96% vielleicht nur. Aber wir müssen, und das trifft eigentlich jede Mannschaft auf der Welt, aber für uns genauso, wir müssen an unser absolutes Limit gehen. Jeder einzelne Spieler, jeder einzelne Einwechselspieler, alles, die Vorbereitung drumherum, um Spiele zu gewinnen. Und das musst du in Frankfurt auch bringen. Also die Ergebnisse in Frankfurt der letzten Jahre von Bayern kennen wir ja. Dementsprechend wissen wir, wie hoch da die Trauben auch hängen. Und da wird eine ähnliche Intensität auf uns zukommen wie im Villa Park in England. Aber wenn wir unsere Qualitäten der letzten Wochen auf den Platz bringen, mit dieser Bereitschaft zu 100%, dann werden wir auch dieses Spiel gewinnen und dann werden wir weiter Tabellenführer bleiben. Das ist das Ziel, was wir haben. Wir sprechen öfters. Es gab nicht nur ein Treffen, sondern man spricht immer wieder und wir sprechen natürlich auch weiter. Und natürlich habe ich eine große Zuversicht. Es fühlt sich gerade für uns alle sehr, sehr gut an. Es entsteht hier was. Das merkt Jamal auch. Jamal, das, was Vini gerade vorhin gesagt hat, ist ein außergewöhnlicher Spieler, der ein Stück weit eben neben Josh und vielleicht dem einen oder anderen noch auch ein Gesicht von Bayern München werden soll. Und ja, das werden wir dem Spieler sagen und das haben wir dem Spieler auch gesagt, mit aller Wertschätzung, die wir ihm gegenüber haben. Und jetzt schaut man mal, wie man dann eben auch zusammenkommt. Aber meine Zuversicht ist groß. Ich bin grundsätzlich erstmal Optimist und sehe keinen Grund, warum er Bayern München verlassen sollte.